Zwischen den beiden Achtelfinalspielen gegen Atletico Madrid hatten die Füchse noch die schwierige Aufgabe, TV Großwallstadt zu bestehen. Und das taten sie, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten im ersten Durchgang. Ja, war natürlich wichtig, war auch nicht so einfach, sich zu konzentrieren zwischen so eine wichtigen Spieler. Und das war sowieso war das Punktspiel. Das heißt, das war für uns Pflicht, die zwei Punkte zu holen. Das hat geklappt. Die Gäste, die mitten im Kampf um den Klassenerhalt stecken, zeigten von Anfang an, dass sie hier unbedingt punkten wollten. In dieser Phase war es vor allem Kapitän Thorsten Lahn, der die Berliner mit seinen Toren im Spiel hielt. Erste Hälfte hat unser Rückraumspieler nicht richtig getroffen. Das war unser Fehler oder unser Problem in Angriff. Und wenn sie nicht richtig trifft, bekommen wir die Gegenstoße gegen uns. Dennoch erarbeiteten sich die Berliner einen 2-Tore-Vorsprung. Jewgeni Pewnow nach 14 Minuten mit dem 8:6. Doch sowohl die Fans auf der exklusiven DKB-Bank am Spielfeldrand als auch die Zuschauer auf den Rängen sahen anschließend einen 3:0-Lauf des TV Großwallstadt. David Graubner 8:9. Die Hausherren antworteten ihrerseits mit 4 Toren in Folge. Ausgangspunkt war ein stark haltender Peter Stochel im Berliner Tor. Und vorne suchten und fanden die Füchse nun die Lücken. Börge Lund, der den am Blinddarm operierten Bartolome Jaschka vertrat, erkannte die Situation und brachte Jewgeni Pewnow am Kreis in Position. Und dieser kämpfte den Ball dann ins Netz. 12:9 und gleichzeitig der 10.000. Bundesliga-Treffer der Füchse. Ja, natürlich, so ein Spieler fällt, das ist so eine Frage. Berge hat sehr gut gespielt wieder. Er ist ganz stark in Abwehrangriff, er hat viel Erfahrungen, das heißt, er hat es geschafft. Aber Baba fällt jedes Mal oder alle anderen Spieler. Denn wir sind einfach 14 auf dem Platz. Und ein ist vielleicht heute zwei, dann natürlich der Fall, das ist ganz normal. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Michael Spatz Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mit dem 12:12 Ausgleich. Ein Weckruf, denn die Berliner erwischten einen optimalen Start in Hälfte 2. Peter Stochel mit einer weiteren Parade. Konstantin Igropulo sieht den nach vorne geeilten Thorsten Lahn und der verwandelt zum 17:13. Ob wir war frischer oder sie war so zufrieden, wir haben mitgehalten bis jetzt und dann war alles gut. Sie hat nicht, finde ich, nicht das gleiche Niveau gehalten in zweiter Hälfte. Denn diesmal setzte sich das Team von Dago Sigurdsson weiter ab. Erneut Pewnow in Überzahl mit der 7-Tore-Führung. 23:16 nach knapp 47 Minuten. Die ca. 6.500 Zuschauer sahen, dass sich der etwas breitere Kader der Füchse nun bezahlt machte. Bei den Gästen schienen die Kräfte nachzulassen. Und so kamen die Berliner zu einfachen Toren. Kolja Löffler 26:18. Am Ende stand ein souveräner 30:21 Sieg zu Buche, bei dem nicht nur der Sieg an sich wichtig für die nächsten Spiele war. Nicht nur Sieg, aber auch ein deutlicher Sieg, wo alle hat gespielt. Das bedeutet sehr, sehr viel natürlich. Alle hat ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, Rhythmus bekommen. Und jetzt kommt ein wirklich großes Spiel Sonntag und das ist wichtig, dass alle fühlen sich ein Teil von Mannschaft und sind bereit, egal ob es eine Minute ist oder 10, oder 60 Minuten Sonntag ist. Während die Füchse ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, stolperte Titelverteidiger THW Kiel bei Frisch auf Göppingen und unterlag 29:33. Im Topspiel setzte die SG aus Flensburg ihre Siegesserie fort und bezwang die Rhein-Neckar-Löwen 30:27. Außerdem siegte der SC Magdeburg gegen TBV Lemgo mit 27:24. Die restlichen Partien finden dann am Wochenende statt. Durch den Sieg festigen die Füchse ihren 4. Platz hinter Kiel, den Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg. Für den TVG verschärft sich hingegen die Situation. Die Unterfranken bleiben Vorletzter hinter Neuhausen und vor Essen.